Hallo, hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder mal. Donnerstag, Nachmittag, relativ spät. Ich war den ganzen Tag fleißig, habe gefärbt, aber das zeige ich euch gleich. Schöner Stein, ich liebe solche Steine. Findet ihr den nicht auch mal toll? Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Fand ich jetzt gerade wieder. Kalter Tee. Zuerst einmal möchte ich euch meine letzten Einkäufe zeigen. Ich habe noch zwei Sachen. Ach nee, ich habe noch viel mehr vergessen. Aber ich fange mal einfach hier so an. Gestern kam ein Paket von Jokers. Ich bin also schon ewig und ewig bei Jokers Kunde, weil ich liebe das, wenn man spart. Das ist eine interessante Sache. Da kriegt man den Stoff, man braucht ihn also nur ausschneiden und nähen. Ihr müsst die Hände entschuldigen, das kommt vom Färben. Und dann kann man sich diese Tasche nähen. Ich packe das jetzt nicht aus, das ist eine Wendetasche. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Hat mal 20 gekostet, ich habe es jetzt für 5. Und das gleiche gilt für dieses wirklich schöne, niedliche Utensilo. Könnt ihr das erkennen? Die Farben sind so ein bisschen, ja, aber ist okay, ja. Gleiche Prinzip, 20 gekostet, für 5 bekommen. Und da werde ich mich bei nächster Gelegenheit mal dran versuchen. Außerdem war noch ein ganzer Packen Hörbücher dabei, die sind aber schon wieder oben und schon weggeräumt. Und ich habe jetzt keine Lust, nochmal hochzulaufen. Aber es sind ganz einfache Hörbücher, zum Beispiel eins, das heißt einfache, lustige, ja, so Sommergeschichten, wo man sagt, ja, die kann ich jetzt gut hören, so, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Nicht so schwierig. Was ich unbedingt jedem ans Herz legen möchte, der sich für Botanik interessiert, ist der Kräuterkalender 2020. Ich drehe mal. Papier hat eine gute Qualität, nicht super dick, aber gute Qualität. Ihr seht das Prinzip, wochenweise ein Bild, ein Kräuterbild mit einer Kurzbeschreibung. Und also ich finde diesen Kalender genial. Ich blätter jetzt nicht jedes einzelne durch, nur ich gehe nur so ein paar Mal so willkürlich. Ich finde die Seiten sehr, sehr schön gestaltet. Ja, ist klar, ne? Jetzt muss ich wieder anfangen. Ist das Jungfer im Grün? Nigela? Weiß ich nicht genau. Nelken auf jeden Fall, das sehe ich. So, ich blätter jetzt willkürlich hier. Ah, dieser Hund macht mich wahnsinnig. Kann doch gar keiner kommen. So, wer noch einen schönen Kalender fürs nächste Jahr braucht und sich für Kräuter und Botanik interessiert, also ich finde ihn sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und noch viel schöner finde ich den Preis. Ja? Der war jetzt schon reduziert. Keine Ahnung, was ich jetzt bezahlt habe. 9 Euro oder 6 Euro, sowas um den Dreh rum. Ich kann es nicht genau sagen. Er war auf jeden Fall jetzt schon um die Hälfte reduziert. Ich weiß nicht warum. Wer sich dafür interessiert, den gibt es noch. Und jetzt, hallo alle Katzenfreunde, aufgepasst. Geniales Buch. Ich muss mal rufen. Hi Mia! Mia, komm! Miechen! Mia, komm mal zu Petra. Komm mal her. Hallo Mia, komm. Witt, witt. Hi. Komm mal her. Meine Güte. Hält den ganzen Betrieb auf hier. Was ist denn? Ja, Hunde, hört doch auf zu bellen. Ich bin doch jetzt gerade angefangen zu filmen. Ach du liebe Zeit. So, lasst jetzt ruhig, ruhig, ruhig. Seid artig. Katzenfreunde. Ja, Katzen in Japan. Ein super, super, super schönes Buch. Fantastisch, fantastisch fotografierte Katzen. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Buch. Ganz ehrlich, ich flipper mal so grob durch, damit ihr einen Eindruck gewinnt. Also Katzenliebhaber und Freunde der Fotografie werden sicherlich hier auf ihre Kosten kommen, denke ich. Hundertprozentig weiß ich das. Edition Reuss, Katzen in Japan, eine Reise durchs Land der, ich habe natürlich die Brille auf, ich depp, der Schmusetiger. Super preiswert, super reduziert. Ich kann es euch nur ans Herz legen, guckt bei Jokers. Und alle Freunde von Harry Potter und den fantastischen Tierwesen. Da ist klar, ne? Kann ich nicht liegen lassen. War auch super reduziert. Wirklich gute Ausstattung, sehr hochwertiger Band, sehr, sehr hochwertiger Bildband.
Ich hoffe, ihr könnt die. Ich habe jetzt hier den Tee noch stehen, das geht nicht gut. Warte mal, ich kipp mal so ein bisschen, kriegen wir die Blendung raus. Ist schwierig, das ist so großformatig. Sehr dunkel teilweise, aber hier. Ich bin begeistert. Mein Mann auch. Wir sind ja große Liebhaber von. Oh, da war noch was drin. Ja, sag mal, wo kommt das denn her? Habe ich jetzt das erste Mal. Überraschung! Das ist ja witzig. Das ist ja toll. Wow! Mit so extra Karten dabei. Elli, ich schwöre, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich vermute, mein Mann hat das vorhin irgendwie. War das hinten vielleicht drin? Ja, hier war es drin, seht ihr? Jetzt hat das Ding in der Sonne gelegen, so ein bisschen. Auch bei Jokers. Also, wer sich für fantastische Tierwesen interessiert und diese Filme mag, kauft euch das Buch. So was Schönes. Aber das Katzenbuch müsst ihr kaufen, wenn ihr Katzenfreund seid, wenn ihr Botanik mögt und Kräuter und. Also, sind auch tolle Geschenkstipps, finde ich. Also, ganz ehrlich, für wenig Geld. So, jetzt wollen wir uns mal den ernsthafteren Dingen des Lebens zuwenden. Und zwar dem Basteln. Beziehungsweise dem Vorbereiten für neue Bastelaktionen. Ich habe heute gefärbt. Ich flippe so durch. Ich zeige euch mal, ihr seht, ich bin ein bisschen farbenfroh geworden. So ein bisschen mutig. Das ist einfach nur Coffee Dyeing. Dieses. Das ist nur Coffee Dyeing. Das andere, das. Alles, was bunt ist, ist Glimmer Mist von Tattooed Angel. So, ich will diese mal. Das ist reine Coffee Dyeing. Ich habe also ganz starken Nescafé gekauft. Also Instant Kaffee, nicht Nescafé. Instant, den billigsten, den man sich vorstellen kann. Ich trinke ja selber überhaupt keinen Kaffee. Wir haben sowas nicht. Ich habe den allerbilligsten gekauft und sehr, sehr stark gemacht. Und dann einfach die Tasse drauf und dann hatte ich das in so einem kleinen Sprüher. Einfach so Tropfen drauf und einfach drauf gesprüht. Seht ihr, das sieht richtig, also für meine Begriffe, ganz gut aus. Da kann man noch was mitmachen. Ne? Hier ist nochmal eine Seite mit Glimmer Mist gefärbt. Nochmal das war mit und Kaffee. Glimmer Mist und Kaffee. Ich finde die Farben auch persönlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe das jetzt, warte einen Moment, ich will das alles gleich ein bisschen ordnen. Hier, ihr seht ja mal. Das ist so ein, was ich auch aufgekauft habe, als es die mal irgendwo billig gab. Das sind so als Schulbücher. Seht ihr, so für Schreibschrift, glaube ich, ist das. Das ist reines Coffee Dyeing. Das ist Coffee Dyeing. Da kann man noch eine Menge mitmachen. Seht ihr, das ist jetzt relativ neutral. Hier ist so ein bisschen Glimmer Mist wieder drauf gekommen. Da haben wir noch ein bisschen interessantere Strukturen und Farben. Das ist auf jeden Fall Glimmer Mist. Ein bisschen verwischt. Wieder mit Coffee. Ich habe es jetzt extra so gelassen. Ich habe die jetzt gerade gebügelt. Ihr denkt, ihr wundert mich, die sind jetzt ganz glatt. Ja, das ist reines Coffee. Und das auch. Reines Coffee Dyeing. Muss mal eben gucken, dass wir sie auf den Nähner kriegen. Nicht zu doll, dass ich es nicht. Auch das, reines Coffee Dyeing, ist dann aber allerdings auch ganz interessant mit den Strukturen, finde ich. Ich erkläre gleich nochmal, wie ich es im Einzelnen gemacht habe, falls es jemand interessiert, weil es gibt ja die kompliziertesten Anwendungen im Netz. Coffee Dyeing. Ich sage es immer dazu, damit das ist Coffee und Glimmer Mist. Finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Reines Coffee Dyeing. Ihr seht, das sind alles so große Rechenkästchen. Das sind alles so, das ist auch so eine Schreibschriftgeschichte, sowas aus Schulbüchern. Das sind Hausaufgabenplaner. Ja, das ist bisher alles Coffee Dyeing, was ihr seht. Ein bisschen neutraler. Jetzt kommen wir also zu den bisschen gewagteren Modellen, sage ich mal. Das ist mit Glimmer Mist und Coffee. Kommt drauf an, also diese Seite zum Beispiel finde ich klasse, wo die jetzt hinpasst. Klasse, klasse. Dann habe ich hier, das ist Coffee Dyeing. Das ist Shorthand, also das ist Steno. Englisch, amerikanisch, keine Ahnung, Englisch.
Deutsch habe ich jetzt nicht, aber spielt keine Rolle. Ich wollte unbedingt Shorthand haben, weil das einfach von der Struktur her toll aussieht, wenn man mal sowas hat. Hier, Coffee Dyeing wieder in der schönsten Form mit so Wolken drauf. Hier seht ihr das und Kringeln und Flock und Flecken. Na, jedes Blatt ist wirklich ein Unikat, bei jedem etwas anders gearbeitet. Damit's, hier ist wieder mit Glimmermist ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht. Sortiere das gleich, damit ich das schön ordentlich habe. War viel Arbeit, gell? Und jetzt kommt gemischt. Ich habe das jetzt nicht nochmal alles einzeln auseinandergefummelt. Das ist einfaches Kopierpapier, weiß und bunt. Und von dem bunten habe ich hauptsächlich genommen so beige, so ein helles Gelb und ein grün, hellgrün und ein bleu. So, das ist jetzt Coffee Dyeing mit Glimmermist. Die sind alle beidseitig gefärbt. Gleiche Coffee Dyeing Glimmermist. Das ist reines Coffee Dyeing. Das ist reines Coffee Dyeing. Glimmermist mit dabei und Coffee. Das braune ist Coffee. Das ist, mal riechen, ich glaube, das ist reines Coffee Dyeing. Das ist doch irre, oder? Diese Flecken, die muss man erstmal hinkriegen. So, Coffee. Ihr seht auch die bunten Seiten, denn da ist Glimmermist dabei. Verschiedene. Finde ich sehr interessant, die Seiten. Diese gefallen mir sehr, sehr gut hier. Die gefällt mir persönlich jetzt sehr gut. Sehr, sehr gut, diese hier. Gleiche Problem. Coffee Dyeing und Dings. Das ist reines Coffee Dyeing, finde ich das. Nein, da ist auch Glimmermist. Dunkelbraun, ja. Nein, das täuscht. Das ist auch Glimmermist. Der Glimmermist, den kann man eigentlich immer ganz gut erkennen. Ich glaube aber nicht, die Kamera wird es nicht zeigen. Da ist so wirklich ein Glimmer dabei. So ein kleiner Goldglimmer. Das ist Coffee Dyeing. Ich werde höchstens noch mal gleich hergehen und die Coffee Dyeing rausnehmen. Also natürlich wieder Glimmermist dabei. Aber ist das, das ist doch genial, oder? Ist das genial? Da muss man doch ehrlich sagen, da kann man doch eine Menge mitmachen mit den Seiten, die ich jetzt gemacht habe. Sind auch ein paar neutralere. Hier, das ist doch toll mit dem Gold. Könnt ihr das Gold sehen? Kann ich es irgendwie zeigen? Spiegelt sich? Toll, ne? Oder? Auch das Blau. Oh, ich liebe das. Mit diesem Violett da drauf. Ganz, ganz toll. Also ehrlich gesagt, das ist auch wieder Glimmermist. Diese fließende Struktur ist einfach genial. So. Ich will euch das gerne mal ganz kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Einige Seiten habe ich einfach nur besprüht mit, ich habe so eine kleine Sprühflasche gehabt mit Kaffee, mit Instant-Kaffee und habe die einfach liegen lassen. Andere Seiten habe ich erstmal durch Wasser gezogen, habe die dann besprüht, auch mit Kaffee. Hier auch wieder mit Glimmermist zum Beispiel. Und das habe ich sofort beidseitig gemacht. Und das habe ich einfach so auf die Erde gelegt, aufs Gras. Da waren hinter so ein paar Fusseln dran, aber ist alles weg, ihr seht es ja. Und dieses mit diesem Getropfe meistens, das sind nur so ein paar Bögen. Hier, das ist doch wunderbar geworden, hier mit dem Gold. Also ich bin hier, von diesem bin ich hin und weg. Diese, die habe ich vor mir hingelegt ins Gras, neu, also unbenutzt, weiße oder bunte Bögen. Daneben hatte ich das Wasser, wo ich die durchgezogen habe und dann hatte ich die etwas abtropfen lassen, die Blätter, und habe die dann besprüht mit Glimmermist und mit Coffee. Und die Tropfen, die runterfielen, fielen immer auf diese Bögen, weil das habe ich erst ein bisschen später gemerkt, ein bisschen schwerfällig im Kopf heute, dass man da viel zu viel verschnitten hat. Und da sind so tolle Sachen bei rausgekommen. Das ist einfach willkürlich abgetropft beim Bearbeiten der anderen Blätter. Zum Schluss noch so ein klein bisschen Coffee drauf. So, dann habe ich die ganzen Blätter alle hingelegt ins Gras, aufs Gras. Ich finde das auch genial von Farben hier oder dies hier. Und da war mir das ein bisschen, ja, diese sind ja alle toll und die und klar und gut. Aber es war ein bisschen langweilig dann im Endeffekt. Und dann habe ich nur so neutrale Bögen, ich will mal jetzt da zum Beispiel, dann bin ich hingegangen. Und habe den Rest von dem Coffee, den ich auch... Achso, und ich muss noch dazu sagen, ich hatte noch eine kleine Wanne, so eine Auflaufform, wo etwas Kaffee nur drin war. Wo man, habe ich auch einige Bögen, habe ich auch durch Kaffee erst gezogen. Genau, einige durch Wasser, einige durch Kaffee.
andere teilweise nur besprüht oder dann hinterher nochmal durch Wasser gezogen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Es sind ja auch 1 Million verschiedene Muster und Farben und ihr seht es ja selber. Und ne, das ist auch einer von den Abtropfpapieren. Deswegen ist da so viel drauf. Ne? Das sind die Reste, die runtertropfen und die wollte ich nicht verschwenden. Ne? Und deswegen, also ich bin dieses Mal von meinem Papier, ehrlich, man soll sich nicht loben, aber ich bin total begeistert. So viele verschiedene, diese dicken Plaken, die jetzt hier so drauf sind, auf diesen. Und zwar, dann hat das da alles gelegen, ihr könnt euch das vorstellen. Und dann hatte ich immer noch ein bisschen Kaffee über in meiner flachen Schale. Dann habe ich die genommen und einfach so, als wenn man Wäsche besprengt, ihr kennt das von früher, aber ordentlich drauf, alles weg auf die Bögen, alles verteilt. Und dadurch kamen dann nochmal große Tropfenstrukturen dazu. Und das ist das Interessante, diese großen Tropfenstrukturen, die nochmal draufgekommen sind. Also mir gefällt es wirklich gut. Es gibt 1000 verschiedene Rezepte und dies und jenes. Und jeder hat auch sein eigenes Patent wahrscheinlich auf Färbe, Dyeing und weiß der Teufel was. Also für so relativ einfach und relativ schnelle Geschichte finde ich alles wunderbar gelungen. Also ich bin gut zufrieden mit meinem Papier. Kann ich nicht anders sagen. Ob es jetzt rein, hier seht ihr zum Beispiel vom Draufklatschen diese großen Plaken, diese großen Flecken. Das habe ich so plack. Die sind hier nicht so. Die sind nur auf einer Seite, weil es ja gelegen hat. Ne? Ihr seht es, was ich meine. Ne? Und das macht das Papier natürlich dann spannend. Ne? Ja. So, das wollte ich euch kurz zeigen. Jetzt ist das die beste Jahreszeit. Wer einen Garten und Wiese hat, raus, macht euer Papier, macht es für den Winter fertig, schafft Vorräte, hamstert Papiere. Und also mir hat es Spaß gemacht, trotzdem, ich muss ehrlich zugeben, dieses Gebücke, weil ich, dann tut mein Knie so furchtbar weh, wenn ich mich immer 1000 Mal vorbücken muss auf dem Boden. Aber egal, um dieses Ergebnis zu erzielen, habe ich es gern gemacht und werde mit Sicherheit nochmal eine Ladung färben, bestimmt. Aber dann bräuchte ich nicht nochmal im Detail vorstellen. Ihr seht, also es ist ganz viel Verschiedenes dabei rausgekommen und sehr, sehr vielseitig und ich finde es klasse. Und ich will auf jeden Fall auch nochmal Eco-Dyeing machen, also mit Pflanzen und Blüten und so. Aber das jetzt nicht sofort als nächstes. Und zwar liegt es daran, da ist es nicht so günstig, wenn man dieses dünne Papier nimmt. Da muss zu viel dran gearbeitet werden. Das habe ich ja schon gemacht. Das wird zu brüchig. Ich suche, warte noch auf eine Lieferung, etwas dickeres Papier. Ein bisschen robuster, ein bisschen dicker. Ich hoffe, dass ich das bald habe. Und dann fange ich damit auch wieder an. Denn Eco-Dyeing ist natürlich nochmal wieder was ganz anderes und auch was sehr, sehr Schönes. So, das wollte ich euch eigentlich heute nur alles kurz zeigen. Meine neuesten Errungenschaften, über die ich mich sehr freue. Und mein tolles Papier. Mach's gut. Tschüss.